wünsche euch ganz, ganz schöne Spiele. Auf dass der Beste gespinnen möge. Vielen Dank, Kati. Ich stehe manchmal da und denke, mein Gott, in den 80er Jahren habe ich ja Rosa Winkel gebastelt und bin gegen Schwulenfeindlichkeit auf die Straße gegangen. Und jetzt sind wir 30 Jahre weiter und es ist immer noch so, dass es das gibt. Und es ist mir sehr unverständlich, dass es diesen Respekt vor Menschsein nicht gibt. Denn es gibt ein Geburtsrecht und das ist einfach für jeden Menschen gleich. Wir haben Zeiten gehabt, wo es um Emanzipation ging natürlich, gerade für uns Frauen. Ich bin nie Emanze gewesen, habe ich auch immer ganz ehrlich gesagt. Aber das, was Menschsein ist, das muss einfach doch da sein und dafür muss es doch Toleranz geben. Das sind ja dann auch da. Nur wenn du das heißt, keine Entschuldigung. Das ist gleich ein Punkt. Respect Games 2010 für eröffnet. Natürlich gibt es in Deutschland Toleranz, es gibt auch Intoleranz, aber ich würde nicht pauschal sagen, die Intoleranz ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ich denke, das Beste, was man machen kann, ist unverkrampft zu sein. Zu sagen, es gibt Menschen, die sind homosexuell und es gibt Menschen, die sind heterosexuell und manche gibt es auch, die sind dazwischen. Also unverkrampft darüber zu reden und damit den Schülern das Gefühl zu geben, dass das nichts ist, für das man sich schämen muss. Dann kommen wir vielleicht auch endlich mal dahin, dass das Schimpfwort schwule Sau auf Pausenhöfen nicht mehr diese Rolle spielt, die es leider heute spielt. Ja, ich bin total verblüfft über die Kreativität und so, was die Leute hier so machen. Ja, und dann haben sie natürlich auch noch einen politischen Anspruch, weil ist ja die ganze Politik und so. Die wollen ja die Welt verändern oder ihren Teil dazu beitragen und naja, also ist schon ganz schön viel los hier. Also stehst du auch für Toleranz in dieser Gesellschaft? Ja, ja, klar, klar. Ich meine, bin ja auch so Multikulti-Beispiel dafür sozusagen. Danke. Großartig!
Spiel. Darf ich zu dem schönen Siegerbild die Justizsenatorin von der Aue nochmal auf die Bühne bitten? Ist sie noch da? Ich hab die falschen Medaillen. Ich hab die ja von Streetball. Sind die irgendwie so sortiert eigentlich? Nö, nicht so richtig. Na, Iki, kannst du mal helfend eingreifen? Sollt ihr ja keine Medaillen kriegen. Frederike, die große... Ach, guck mal, Kinder auch. Das ist schon nicht schlimm. Am besten zu den Siegern rüber. Nicht? Das sieht immer besser aus. Ja, holen Sie bitte das Kind weg. Hol mal die anderen, bevor wir hier was falsch machen. Ich denke, dadurch, dass Sie teilnehmen an diesem Fußball- und Streetball-Turnier mit vielen anderen bunten Aktionen und Ständen, wo Sie sich informieren können, zeigen Sie, dass Sie auch für ein tolerantes Berlin sind, dass Sie dafür werben wollen, auch insbesondere bei den jungen Leuten, für ein friedliches Miteinander zwischen Homosexuellen und Heterosexuellen. Ich glaube, gerade auch ein Sportturnier ist ganz hervorragend dafür geeignet, für Toleranz zu werben.